Seit dem 1. April gilt ein verschärftes Beamtengesetz. Wer an einer Anti-Corona-Demo teilgenommen hat oder wer behauptet, es gebe nur zwei Geschlechter. Ich meine, wer behauptet denn sowas überhaupt noch? Da muss man ja völlig, also man muss ja irgendwie, also mindestens 40 Jahre alt sein und irgendwie in einer anderen Zeit aufgewachsen sein, als das noch galt. Jetzt herrscht der Fortschritt und diesen Fortschritt will natürlich unsere Nancy im Innenministerium unbedingt durchsetzen. Wir wollen ja nicht rückschrittlich sein und behaupten, meine Güte, Mann, Frau, ja, Corona-Maßnahmen waren übertrieben. Nein, also das sind absurde Thesen, die überhaupt nur sogenannte Querdenker vertreten. Vernünftige Menschen, die haben eine komplett andere Einstellung und können natürlich vollkommen nachvollziehen, dass man die Beamten dann aus dem Dienst entfernt. Deswegen gibt es auch quasi keinen Protest gegen dieses neue verschärfte Beamtengesetz. Nee, sieht man keinen Anlass dazu.